Hallo meine lieben Widder, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es darum, kein Kontakt zu deiner Liebe. Schauen wir, was der Grund ist, worum es geht, was die eventuellen Störfelder sind und ja, wie ihr am besten für euch damit umgehen könnt. Und schauen wir auch nach einem Outcome, wo das Ganze hinführt. Ihr seht schon, ich habe meine kleine Universalhilfe in der Hand. Da kriegt ihr jetzt einen Spritzer und die Karten werden auch besprüht. Dieser Uranus-Transit ist ja gerade ganz schön heftig, deswegen Universalhilfe hilft uns allen. So, also meine lieben Widder, ich habe mir hier schon eine kleine Legung zurechtgelegt für euch, damit ich schon mal ja, mit der geistigen Welt kommunizieren kann. Ich sehe bei eurem, ja sagen wir mal, Hauptthema, warum kein Kontakt besteht, ist es die Weggabelung. Das heißt, eure Partnerschaft ist entweder auseinandergegangen, weil einer von euch eventuell nicht fähig war, eine Entscheidung zu treffen, ja, eine grundlegende Entscheidung, beziehungsweise euer Herzmensch ist für euch unerreichbar, weil ihr euch nicht entscheiden könnt, ja. In dieser Karte, schaut her, dieses, was ist das? Schaut aus wie ein Lama-Hirsch, eine Kreuzung dessen, ist festgebunden, ja, am Wegweiser, meine Lieben. Das bedeutet, ihr seid festgefahren in dieser Situation, ihr wisst auch gerade momentan nicht, wohin ihr euch ausrichten sollt. Das heißt, gehe ich einen Schritt vorwärts, kontaktiere ich, warte ich geduldig ab, bis Kontakt zu mir aufgenommen wird, was ist zu tun? Die geistige Welt sagt mir keinesfalls zurückgehen dorthin, wo ihr hergekommen seid. Es muss Grundlegendes geändert und verändert werden. So, was ich schon sehe und höre, ist, dass ihr beide, sei es du wie dein Herzmensch, eine wahnsinnige Sehnsucht nacheinander habt. Das heißt, ihr vermisst euch sehr. Es kann sein, dass einige von euch vor kurzem sogar erst Kontakt zu seinem Herzmenschen hatten. Das hat wahnsinnig viel aufgewühlt und Herzklopfen und es war eine große Nervosität. Doch plötzlich ist der Kontakt wieder abgebrochen. Ja? Hier als weitere Karte kam Page der Stäbe, der kam aber verkehrt herum heraus, meine Lieben. Das heißt, gerade ist bei euch leider wirklich totale Funkstille. Es geht nichts vorwärts, kein Vorwärtskommen. Ich höre, es geht von einem von euch beiden aus, dass ich höre, das Problem an der Sache ist, dass die Grundursache oder sagen wir das Grundproblem an sich nicht erkannt wird, nicht angeschaut werden will. Eifersucht ist ein großes Drama, sagen sie mir. Verletzungen, ich höre teilweise Handgreiflichkeiten. Ich sehe einen Mann. Ich weiß es jetzt nicht, ob du es bist, lieber Widder, oder der Herzmensch, der abgewendet steht, aber immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen. Das heißt, ich sehe, wie er SMS ins Handy tippt, sie wieder löscht. Wie er E-Mails schreibt, sie wieder löscht. Den Hörer in der Hand hat, sie wieder löscht. Und zwar aus dem Grund, er sagt sich, es hat doch eh alles keinen Sinn. Schaut her, richtig. Was sag ich? Die geistige Welt ist perfekt. Wir haben zwei der Schwerter, Unentschlossenheit, Unsicherheit. Man ja, hat hier wie diese Karte auf gut Deutsch, ich sage ein Brett vorm Kopf oder vorn Augen. Diese hat hier einen ganzen
schaut, ich würde jetzt sagen Palmwedel, aber es sind ganz viele Blätter vor den Augen, also keine klare Sicht. Euer Herzmensch oder ihr wendet es an, wie es für euch passt, weiß gerade absolut nicht, was zu tun ist. Das Problem an dieser Sache ist, dass nicht auf das eigene Herz gehört wird, sondern diese Person, sei es ihr oder der Herzmensch, werdet zu sehr von eurem Kopf geleitet, geführt. Ihr seid in der Gedankenspirale, ja? Jetzt erkenne ich noch etwas auf dieser Karte, achtet da mal drauf. Also, wie wir alle wissen, Wasser an sich ist ja, sage ich mal, das Statussymbol für die Emotionen, für die Gefühle, ja? So, hier. Diese Frau, dieser Mann, was auch immer, ich glaube, es ist eine Frau. Ihr seht, in ihrem Bauchraum ist ein See, ja, ab Herzhöhe. Doch das Augenmerk geht ja hier auf den Kopf. Ja, diese zwei Vögel spiegeln die Gedanken wieder, meine Lieben. Das heißt, die Emotionen werden, also nicht die Emotionen, die Gefühle werden nicht beachtet. Man lässt sich von den Emotionen leiten. So, ich mache da mal einen ganz großen Unterschied, denn ein Gefühl ist, ich liebe dich, die Emotion ist Eifersucht, Wut, Stolz, das sind Emotionen, ja? Wenn man sich von Emotionen leiten lässt, lieber Widder, kommt meistens nichts Gutes dabei raus. Das heißt, lasst euch von eurem Herzen leiten, es weiß immer die Antwort. So, jetzt schauen wir hier, wie es weitergeht. Also, das war jetzt erstmal eure allgemeine Situation. Wie schön. Wir schauen uns noch an, was du genau fühlst, lieber Widder, und was der Herzmensch fühlt. So, es kam hier, schaut her. Der Stern, das ist jetzt das gute Omen für den Widder oder den Herzmenschen des Widders, denn das heißt, dass hier diese Karte, die ich euch vorhin gezeigt habe, quasi, die bedeutet, man ist in seinem Kopf, in der Gedankenspirale, man weiß nicht, wohin schauen. Hier, ich sage auch das Lama hier oder das Hirschlama, nennen wir es so, ist ja festgebunden. Und es gibt ganz viele Pfeile, in welche Richtung man geht. Aber er schaut stur in eine Richtung. So, die schaut auch stur in eine Richtung, beziehungsweise sieht überhaupt gar nichts. Aber hier der Stern bedeutet, vielleicht sind einige Widder auch mit Wassermännern verbandelt, das weiß ich nicht. Oder mit Feuerzeichen. Das bedeutet, dass dies bald ein Ende hat, ja? Das heißt, man überkommt die Gedanken, man kann sie beiseite lassen und in sich hineinspüren. Was will ich wirklich? Was bedeutet mir dieser Mensch eigentlich wirklich? Warum will ich ihn zurück? Weil oft will man ja den Partner, sage ich mal, aus ganz falschen Emotionen heraus zurück, liebe Widder. Werdet euch bewusst, denn Bewusstsein ist alles. So, jetzt, was fühlst du? Lieber Widder, also bei mir kommt, bei dir ist alles vertreten, über Hoffnungslosigkeit bis zu neuem Mut und Hoffnung schöpfen. Die geistige Welt sagt mir, du sollst nichts übereilen, du sollst sie sagen, du sollst in dich hineinspüren. Du wirst diesen Schmerz hinter dir lassen können, aber es ist ganz wichtig, lieber Widder, dass wir diese Karte so herumkriegen, ja? Das ist die Königin der Stäbe und zwar, sie versinnbildlicht Abenteuer, Leidenschaft, Spiritualität, Lebensfreude, die habt ihr gerade gar nicht, meine Lieben. Ihr fühlt euch richtig in einer Sackgasse und wisst hier, wie unser Hirschlama, ich glaube, ich habe ein neues Wort erfunden, wie, oder ein neues Tier, wie dieses Tier hier, ihr hängt fest, wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Die geistige Welt sagt mir, betrachtet die Welt mit anderen Augen. Sie meint ironischerweise, doch es ist viel Weisheit drin, wenn ihr gerade schon kopfüber
hängt, so schaut euch die Welt verkehrt herum an. Aus diesem anderen Blickwinkel macht ihn euch zunutze, sagen sie, und versucht das Positive darin zu sehen. Jetzt höre ich schon einige Widder, die sagen, was soll daran positiv sein? Doch die geistige Welt weist euch darauf hin, zu sagen, in jeder negativen Situation, ist sie auch noch so schmerzhaft, gibt es immer etwas Positives, meine lieben Widder, und zwar persönliches Wachstum, weil wir sind ja alle hier, um uns selbst wiederzufinden, obwohl wir uns ja alle schon längst haben. Aber das ist halt hier drin, unser Gehirn, wir sind inkarniert und haben alles vergessen. Und das ist das Ziel, jetzt hier wieder zu erlangen in diesem Leben. Ja, Bewusstsein ist alles. So, die nächsten, wir haben hier 6 der Stäbe und 3 der Scheiben. Also, meine Lieben, ich kann euch sagen, so was ich hier in diesen Karten sehe, beziehungsweise, warten wir mal, was die geistige Welt sagt. Also die geistige Welt sagt Kontaktaufnahme, aber ohne Spielchen. Sie weisen euch darauf hin, bitte wieder lasst die Spielchen. Ich weiß nicht, um welche Spielchen es geht. Und sie sagen vor allem, es sind Spielchen, die entweder mit einer dritten Person zu tun haben, die in dieser Partnerschaft Störfeld war, beziehungsweise, also das heißt, ich nenne es gerne Fremdflirten oder richtiges Fremdgehen, meine lieben Widder. Es geht darum, zentriert zu sein in sich selbst und sich zu entscheiden für einen Partner, ja, und dann nicht ja, ich höre, also keine Spielchen zu spielen, um den anderen eifersüchtig zu machen und herumzualbern, sondern es geht tatsächlich darum, werdet euch bewusst, was ihr von eurem Herzmenschen wollt. Ja? Werdet euch auch bewusst, ob ihr das dem Herzmenschen erfüllen könnt, was ihr vom Herzmenschen wollt. Ja? Weil es geht hier nicht nur um Verlangen. Verlangen kann man gar nichts. Man kann es nur erlangen, liebe Widder. Und bei sich selbst, ja, denn du kannst nur das bekommen, was du geben kannst. So, meine Lieben, jetzt, es geht weiter im Extended, Link ist in Bio. Wir schauen uns an, was dein Herzpartner, dein Herzmensch momentan gerade fühlt, was er möchte, wie es weitergehen soll, worin er fokussiert ist und ein potenzielles Outcome. Ja? Dann bis gleich. Wir sehen uns später.